Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu, meine Damen und Herren. Ink, sehr, sehr cooles Spiel. Gab's mal irgendwann auf Steam im Angebot. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir uns dann mal an, weil sehr, sehr hübsch. Das ist ein Spiel, das mir sofort in die Augen stach. Wo wir dann diesen wunderschönen kleinen Punkt steuern und alles, was wir berühren, machen wir dann quasi voll mit unserer Ink-Tinte. Und dann sterben wir. Und im Grunde genommen sehen wir dann, können wir dann aber so, und wir können offensichtlich auch Walljumpen, da war ich mir bis jetzt nicht drüber bewusst, können wir dann so im Prinzip sichtbar machen, wo wir hin können und wo nicht. Das ist für mich ein sehr, sehr interessantes Konzept, ehrlich gesagt. Und das, so entstehen, so baut man dann quasi schon fast selbst die Level. Und man färbt die selbst ein. Das finde ich fürchterlich hübsch. Also ohne Scheiß. Und man muss dann wahrscheinlich manchmal auch Glück haben, dass man so manche Plattformen erstmal findet durch den richtigen Farbspritzer. Das war offensichtlich falsch. Aber wir haben... Ach, ich kann auch Double Jumpen. Aber wir können auch... Beziehungsweise dadurch, dass wir die Tinte da behalten, wo sie ist, sollten wir sterben, ergibt sich das dann natürlich so dann immer mehr. Das ist so ein richtig cooles, simples, finde ich, simples, cooles Konzept, das ich ganz, ganz selten mal irgendwo gesehen habe. Ich vermute mal, dass ich hier dann so ein, genau, Double Jump irgendwie, das habe ich ganz, ganz selten, beziehungsweise überhaupt noch nie irgendwo gesehen und deswegen stach mir das sofort ins Auge. Ist schon ein bisschen älter. Ist, glaube ich, nicht sonderlich teuer. Ich habe da im Sale, keine Ahnung, 1,50 € oder so für bezahlt. Also wenn das nächste Mal Steam Summer Sale ist, spätestens dann könnte man über das Spiel wirklich mal nachdenken. Wenn ich Double Jump mache, dann spritzt es auf jeden Fall immer so viel. Das ist ein sehr, sehr cooles Konzept, finde ich. Also, so hübsch und so ruhig und so das Ambiente in dem Spiel ist so anders als das, was man eigentlich kennt. Also ich finde das immer sehr, sehr angenehm. Also natürlich kann nicht jedes Spiel jetzt irgendwie das absolute Hipster-Spiel schlechthin sein, aber ich finde das immer wieder cool, wenn Spiele was anderes probieren oder irgendein Developer sich traut, irgendwas anderes zu machen, was wir so in der Form eigentlich noch nicht kennen. Wie das hier, meiner Meinung nach. Also ich persönlich kannte sowas in der Form noch nicht. So, die ganzen Farben, das ist so schön und so bunt und man macht es dazu auch noch sehr, natürlich kommen jetzt auch noch Gegner, wobei die natürlich in gewisser Weise sogar helfen. In gewisser Weise sogar helfen, Plattformen zu finden und so weiter. Ach, hab ich den jetzt umgebracht? Hab ich den jetzt umgebracht? Indem ich draufspringe. Okay, also machen wir jetzt hier quasi Mario-Style, ja, sehr schön. Wie sich das verfickt nochmal gehört. Ja, gottverdammte Scheiße. Es ist so hübsch, es ist so hübsch und die Musik passt so gut dazu irgendwie. Also ich meine, das sind dann so Sachen, wo... Keine Ahnung, wo ich mir manchmal wirklich wünsche, dass solche Sachen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie eigentlich bekommen haben. Keine Ahnung, das ist ja schon fast Kunst. Also so optisch. Da muss ich jetzt alle Gegner umbringen. Ich gehe davon aus, dass ich alle Gegner umbringen muss und dann erst das Tor sich öffne, sollte ich denn irgendwann nochmal... irgendwann nochmal nicht sterben, überraschenderweise. Warum stirbt der eine da unten nicht? Bin ich da jetzt nicht gerade schon dreimal draufgesprungen? Jetzt mal ohne Scheiß. Bin ich da jedes Mal daneben gesprungen, ohne dass es mir aufgefallen ist? Fantastisch. Game Design. Es ist so besonders. Deswegen mag ich's. Also, finde ich... Würde gerne drüber unterhalten, aber häufiger mal solche Spiele spielen, weißt du, die einfach besonders allein optisch schon besonders sind. Es ist jetzt auch nicht so, als würde sich das irgendwie schlecht spielen. Es spielt sich genauso, wie es sich spielen soll. Es sind Plattformer mit Double Jump und Wall Jump und Gegnern, auf die ich springen kann und wir finden lustige Plattforms. Das ist wundervoll, meiner Meinung nach. Also das sind dann so Spiele, weißt du, ich meine, ich würde jetzt nicht mein Leben lang nur und stundenlang solche Spiele spielen, aber mal so ein Spiel so zu finden, ich finde das schon ziemlich genial, ganz ehrlich. Also, immer offensichtlich. Vor allem, weil wir die Level selbst mitgestalten. Das ist ja dann im Grunde genommen, gibt ja dann auch noch Unfinished Swan. Das ist ja eigentlich vom Grundkonzept, ich sag jetzt mal, es geht in die Richtung, sagen wir mal so. Es ist allerdings aus der First-Person-Perspektive und nicht in so wunderschön bunt, sondern in schwarz-weiß. Macht die Sachen nicht schlechter oder so, aber nee, das fiel mir dazu jetzt gerade ein. Das hat mich daran jetzt erinnert. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Können wir auch gerne mal anspielen. Also wenn euch solche Sachen interessieren, lieben gerne, ey. Da hätte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Weil sie so ein bisschen den Horizont erweitern und so. Das ist eine coole Sache. Solche Spiele... Ich weiß gar nicht, wann ich das... Ich habe das irgendwann mal... Boah, vor Jahren habe ich das Spiel in einem YouTube-Video mal gesehen. Und jetzt bin ich dann in der glücklichen Lage, selbst ein Video davon machen zu können. Also... Allein da, warte mal, stopp. Was ist mit dem Herz da? Was ist mit dem Herz? Das hätte ich gerne bestimmt. Komme ich da nicht dran? Falls doch, wie? Fragen über Fragen. Okay, und jetzt? Was bringt mir das? Also ich gehe davon aus, dass es gut ist, weil es ist ein Herz. Und wir spielen Videospiele. Und in Videospielen sind Herzen in der Regel immer gut. Außer, es gibt's nicht... Es gibt doch ein so ein Spiel... Oh, da muss ich mal recherchieren, das möchte ich auch spielen. Es gibt ein so ein Spiel, wo, glaube ich, irgendwie sämtliche Power-Ups schlecht sind oder so.
keine Ahnung, wie das heißt. Das ist auch so ein Plattformer, so ein bisschen auf Retro gemacht, meine ich. Und alles, was wir normalerweise, also alle Videospielkonventionen im Sinne von alles, was wir eigentlich als gut kennen, ist in dem Spiel schlecht. Wir müssen es vermeiden, wie beispielsweise halt Münzen. Wenn er irgendwie, also das Spiel gibt's, das weiß ich. Wenn irgendwer weiß, welche ich meine, gerne in den Comments, ansonsten werde ich das natürlich auch gerne selbst recherchieren. So, aus Interesse. Das sind dann so. Das sind die Sachen, die wir auch machen wollen, definitiv. Was jetzt? Achso, auf der falschen Seite. Kannst du mir einfach auf der anderen Seite spawnen? Was denn? Also, kommen wir aber hier. Jetzt kommen wir aber hier in Probleme miteinander und so. Hör mal, ich kann die so nie akzeptieren. So hübsch. Und das ist, jedes Level sieht bei jedem Menschen anders aus, wahrscheinlich, weil. Keine Ahnung, keiner springt wahrscheinlich so chaotisch von links nach rechts, wie ich das immer so tue. Unter anderem. Die Frage, wohin, ne? Ist jetzt die Frage. Ich schätze mal nach unten, wenn ich raten müsste. Das ist verdammt nochmal richtig. So cool, Alter, ohne Scheiße, so cool. Dazu noch die ganze Zeit diese beruhigende, leise Musik. Aber es wäre auch irgendwie, wenn das jetzt so eine Action-Musik hätte, so ein Instance oder so. Das wird hier nicht reinpassen. Wir müssen diese Welt in Ruhe und so weiter entdecken. Sehr, sehr cool. Würde mich interessieren, wie viele Level dieses Spiel hat, wie weit wir jetzt eigentlich schon sind, so prozentual, aber. Das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht erfahren. Das war jetzt dumm, aber. Soll auch vorkommen. Ohne Scheiß. Es gab mal Zeiten wahrscheinlich in den T-Shirts, die so aussahen, fürchterlich beliebt waren. Und mit wahrscheinlich meine ich, die gab es definitiv. Jetzt gibt es das halt als Videospiel. Dynamisch. Einfach so. Weil wir das halt mittlerweile einfach können. So cool. Das ist der Grund, aus dem Indie-Spiele gottverdammt nochmal gefördert gehören. Weil es besondere Sachen sind. Mal häufig. Nicht immer. Und gottverdammt nochmal, nicht jedes Indie-Spiel ist irgendwie gut oder so. Darauf will ich nicht hinaus. Was muss ich tun? Ach, hier hinten. Manchmal muss man, wahrscheinlich muss man manchmal sogar schon fast sterben, um die nächste Plattform überhaupt zu finden. Also, beziehungsweise in dem Fall war es jetzt halt so. Aber keine Ahnung, Indie halt. Das ist eine Sache. Ich finde das so cool, dass mittlerweile Indie-Developer, wo sie der Möglichkeit des Namens entsprechend so lange wie möglich und so weitgehend wie möglich Indie bleiben sollen. Aber ich finde das echt cool, dass manche größeren Developer mittlerweile Indie-Developer auch fördern. Halt, keine Ahnung, Sony und Microsoft mit ihren Indie-Programmen für die Konsolen und so, Steam ja wahrscheinlich sowieso. Das ist sehr wichtig, weil wir, keine Ahnung, weil wir sonst irgendwann wirklich nur noch Einheitsbrei haben und ohne eine gewisse Förderung solche Spiele hier wahrscheinlich auch gar nicht mehr entstehen würden. Und das wäre doch fürchterlich schade, oder? Das wäre echt schade, finde ich. Weil. Ich meine. Ich habe das Spiel so lange schon auf dem Schirm gehabt und ich bin so froh, dass ich es jetzt endlich mal spiele. Es wäre so schade. Es wäre so schade einfach, wenn es sowas nicht mehr gäbe irgendwann mal. Also unterstützt Indies. Die Spiele sind häufig nicht sonderlich teuer. Trotzdem, und dazu, das Ding ist meistens auch nicht mal mehr sonderlich lang. Also ich meine gut, dass hier nicht jeder einfach dahergehen kann. Ich ja selbst auch nicht. Und einfach so ohne weiteres 20.000 Indie-Spiele kaufen kann, das ist mir auch klar. Aber wenn man mal irgendwas hat, was einem gefällt, und es nicht sonderlich teuer ist, keine Ahnung, dann nimm es nicht kostenlos aus dem Internet, sondern gib den Leuten das verdiente Geld. Vor allem Indie-Developer brauchen das wirklich häufig. Weil, keine Ahnung. Viele davon werden wirklich von größeren Unternehmen wahrscheinlich bis zum Erbrechen mittlerweile subventioniert, aber. Fucking Bullshit. Aber manche nagen da wahrscheinlich wirklich so ein bisschen am Hungertuch. Und die kann man vorbeugen irgendwie. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Metallica-Napster-Ansprache, wie damals, als Napster noch ein Skandal war. Ein Skandälchen. Mittlerweile ist das ein legaler Musikservice, oder? Das ist auch fantastisch. Früher, als ich in eurem Alter war, war Napster ein illegaler Kackladen. Und mit Kackladen meine ich, ohne Napster hätte ich wahrscheinlich als Jugendlicher überhaupt keine Musik gehört. Das muss man sich alles mal vorstellen, wie sich das alles entwickelt hat. Aber ich meine gut, das sind dann halt die Leute, die sowieso schon so viel Geld haben, dass sie eigentlich keins mehr bräuchten. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt gefälligst alles von irgendwelchen großen Labeln oder großen Developern raubkopieren sollen, aber. Keine Ahnung. Manchmal hat man ja zumindest eine Wahl und ich finde, dass viele Indie-Developer das wirklich verdient hätten, ihre paar Mark 50 damit zu verdienen. Deswegen zahle ich für solche Spiele gerne halt auch mal, gerade wenn es dann im Angebot ist, auch wenn die da wahrscheinlich dann nicht sonderlich viel von haben, aber. Jetzt macht er ja auf barmherzigen Samariter und kauft die Sachen dann aber trotzdem nur im Angebot. Wie sich das gehört. Doppelmoral, hör mal. Jetzt hat er endgültig verloren. Vor allem den Verstand, den er sowieso nie hatte. Aber. Fantastisch. Ist so, ohne Scheiß. Ich könnte mir alleine. Ach, fucking Bullshit.
Das wird wie so bounced, da ist ein Herz. Ich weiß immer noch nicht, was diese Herzen bringen. Ich weiß immer noch nicht, was die bringen, aber ich hätte es gerne. So, guck. Bringt mir das. Ist das ein Hit oder was? Ist das ein Hit dann in dem einen Level oder wie funktioniert das? Fuck. Ich muss das Ganze auch noch rückwärts machen. Aber vielleicht ist das sogar einfacher, weil ich meine Sprünge von unten nach oben quasi ein kleines bisschen eher steuern kann, als wenn ich jetzt irgendwie lang und groß runterfall. Das sieht jetzt ein bisschen zu einfach aus, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt nicht einfach das, oder? Nee, wait. Das ist so cool, dass man, ohne Scheiß, dass die Level sich dann so langsam vor einem ergeben, irgendwie. Also, ergeben im Sinne von aufbauen, so, weißt du? So cool, so fucking cool. Hoffe mal, dass ich diese Herzen nicht brauche. Dass es vielleicht maximal ein Collectible ist oder so. Ja, wobei. Um ein bisschen Spaß zu haben, ist das jetzt ein Boss? Das sieht mir stark nach Boss aus, ja. Also ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das Spiel überhaupt sowas wie Bosse hat, aber gut, so kann man sich täuschen. Sehr cool, das sieht so schön aus, ohne Scheiß. Diese ganzen bunten, tollen Farben und so. Kann ich was mit anfangen. Kann ich definitiv was mit anfangen. Ich meine, es wäre natürlich auch scheiße, wenn alle Spiele so aussehen würden, weil dann würden wir alle auch irgendwann mal wahrscheinlich an einem Videospiel-Schlaganfall sterben, aber so. So ab und zu mal finde ich das schon ziemlich edel. Das ist jetzt die erste Welt gewesen, ja. Jetzt kommen Stacheln. Jetzt fangen wir an mit solchen Sachen wie Stacheln, heilige. Also. Ja, also führen die auch noch dazu dann auch noch andere Gameplay-Mechaniken und so weiter ein, ja? So über den Spielverlauf. Ziemlich cool. Das ist im Grunde genommen schon beinahe komplexer, als ich eigentlich ursprünglich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Mit Bossen und Stacheln und so, da hätte ich jetzt nicht zwingend mit gerechnet. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich beschäftige mich, ja, schon mal gesagt, vorher gerade mit solchen Spielen, die man halt mal so eine Episode oder so spielt, um sie zu zeigen, beschäftige ich mich absichtlich sehr, sehr wenig vorher. Damit das so blind wie möglich ist, damit hier natürlich echte erste Eindrücke entstehen und so und fuck. Und ich nicht vorher schon von Spiel X ganz viel Y erwarte. Das, weißt du, das so gut wie möglich zu vermeiden. Also, ich glaube, das funktioniert heute auch ganz gut. Ja, das sieht nicht so aus, als. Das ist im Grunde genommen jetzt schon fast eine Strategie, diese Double Jumps hier zu machen. Okay. Diese Double Dumps zu machen, um da die Sachen da so quasi mit sichtbar zu machen. Sehr cool, ohne Scheiß, sehr, sehr cool. Finde ich, oder nicht? Also, meine Damen und Herren, das war Ink. Die ersten paar Level davon mal gezeigt. Sehr, sehr cooles Video, Video. Sehr, sehr cooles Video, oder? Sehr, sehr cooles Spiel, meiner Meinung nach. Sehr, sehr cooles Konzept. Sehr, sehr viel komplexer, als ich ursprünglich dachte. Sehr hübsch anzusehen. Sehr cool, einfach, meiner Meinung nach. Also, sagt mir in den Comments Bescheid, was ihr von Ink und so weiter gehalten habt oder haltet. Vielleicht habt ihr das Spiel auch schon gespielt, vielleicht habt ihr das Spiel schon durch. Und das Spiel lohnt sich so extrem, dass ich es privat auch noch weiterspiele. Gerne in den Comments und so weiter und so fort. Ansonsten bitte Like-Button kaputt kloppen und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Du Tor offiziell winkt, bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, tschüss.